Musikalische Klänge und der Glamour der 80er Jahre waren es, die Thomas Tinnis und sein Team mit seiner Forever Young Show in unsere Region zurückholten. Rund 400 Wittlicher waren gekommen, um sich im Atrium auf eine musikalische und mediale Zeitreise zu begeben. Zurück in die Zeit der Neonfarben und der großen Popsongs. Es waren aber nicht nur die Songs jener Zeit, die begeisterten und viele nicht mehr auf ihren Plätzen hielten, sondern auch der Glamour jener Epoche, den die hochkarätigen Akteure durch ihre temperamentvolle Show eindrucksvoll vermittelten. Es ist ja so, dass verschiedene Epochen der Musik begeistern und die 80er haben so einiges hinterlassen, wie man ja heute Abend sehen kann, von Fernsehshows über Songs oder auch die Mode. Ja? So manch einer fühlte sich hier ganz sicher in seine Jugendzeit zurückversetzt. Und Ideen für eine Fortsetzung der Erfolgsshow, die sind jedenfalls reichlich vorhanden. Wir aktualisieren stetig unsere Titel, also bei jeder Show, die neu geplant wird, gibt es immer wieder Material, das hört nie auf. Die 80er waren einfach nur toll und besonders individuell und immer wieder kommt was Neues dann dabei. Das war unsere Zeit, so war es unter den Zuschauern vielfach zu hören. Diese zeigten sich dann auch begeistert und sangen nach Herzenslust mit. Der Michel Tinnis gefällt mir natürlich am allerbesten, weil der mit mir in die Schule gegangen ist, ist doch logisch. Bei der Stimme schlagen alle Frauenherzen ziemlich hoch, oder? Ja, super. Klar, schon immer. Dankeschön. Bin bis jetzt beeindruckt, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir sehr gut. Schön, und besonders aus den 80er Jahren, ist Ihnen da auch was in Erinnerung geblieben? Mein Geburtsjahr, 88, also ganz spät. Hochkarätige Künstler und eine atemberaubende Choreografie werden auch bei künftigen Shows wieder viele Menschen in der Region begeistern.